Herzlich willkommen und schön, dass du da bist zu einer neuen Lichtlesung aus dem Lichtweltverlag, empfangen durch Jan Johannes Kassel. Aus dem Buch Sananda Offenbarungen 1, 27. Januar 2024. Was geschieht derzeit auf der Erde? Was steht dahinter, während vor euren Augen die Ereignisse abrollen wie von einer Spule, bis sich alles vor euch ausbreitet? Was also ist der aktuelle Stand auf dem Planeten und wo scheint es hinzugehen? Scheint, ja, denn Abweichungen sind nicht vorhersehbar, doch die Möglichkeiten und die Tendenzen sind klar abzulesen. Wenden wir uns nun dieser Frage zu. Zuallererst sei gesagt, ihr seid auf dem Weg zurück ins Licht, das steht fest und daran kann nicht gerüttelt werden. Doch genau dieses Rütteln, diese Erschütterungen machen euch Angst und halten in vielen Menschen die Sorge am Leben. Die Sorge vor der Zukunft und vor den Dingen, die da noch kommen könnten. Diese Sorge ist berechtigt, doch sie ist keineswegs der Ausdruck einer Gewissheit aus dem Wissen, dass es schlimmer kommen wird, als es derzeit ist. Diese Sorge ist aus heutiger und aus eurer Sicht verständlich, doch in dem Zusammenhang und in der Zusammenschau aus dem zeitlosen Sein gibt es diese Sorge nicht. Der Unfrieden, die Kriege, der Unmut der Völker, die Manipulationen an der Menschheit, die klimatischen Gegebenheiten, Naturkatastrophen, Leid und Elend, im persönlichen wie im weltumspannenden Kontext, all das lässt eure Sorgen plausibel und verständlich erscheinen. Durchschaut bitte, was hier gespielt wird. Und ich gebe das Wissen um die derzeitige Lage von Gaia und der auf ihr lebenden Menschheit hier weiter. Das göttliche Licht bricht durch. Das ist eine Tatsache und Wahrheit. Jede andere Information darüber ist bedeutungslos und irreführend. Das Licht wird alles heilen und erlösen. Gottes Gnade ist wirksam und die Erde gesundet, nachhaltig und auf ewig. Das soll hier klargemacht sein, denn so werdet ihr leichter durch diese Zeit hindurchkommen. Derzeit findet der Endkampf statt. Es gibt keine bessere Möglichkeit, um den derzeitigen Status zu beschreiben. Doppelpunkt. Endkampf. Durch den Durchbruch des göttlichen Lichts, für die meisten Menschen unsichtbar, wird jeder einzelne von euch wach geklärt und erweckt. Das ist seit Jahren im Gange und kann durch nichts mehr aufgehalten werden. Das Licht bahnt sich den Weg in die Herzen der Menschen. Was heißt das nun und was hat es aktuell für Auswirkungen? Alle dunklen Kräfte haben ihre Energie gebündelt. Mehr denn je sind sie sich ihrer Lage bewusst und sie unternehmen alles, um das Ruder in der Hand zu behalten. Beispielhaft
führe ich das erneute Festhalten an der Atomenergie an. Eine Energie, die ihr nicht kontrollieren könnt und die nun eine Auferstehung feiert. Damit soll zweierlei erreicht werden. Das weitere Schüren von Angst. Denn ein jeder Mensch weiß, dass solch ein Kraftwerk eine tickende Zeitbombe darstellt und so werden diese lähmenden Angstenergien aufrechterhalten. Und das unbedingte Abwenden von freien Energien. Energien, die frei aus dem Äther für jeden Menschen zur Verfügung stehen. Diese Technologie dafür ist längst vorhanden und diese Systeme könnten sofort eine völlig neue Lebenssituation für die Menschen erschaffen. Freie Energie bedeutet Freiheit. Jene, die dies derzeit noch erfolgreich verhindern, wissen das. Und ihre unstillbare Machtgier, ihr Hunger nach Macht und Kontrolle verhindern die Freigabe dieser so lebensspendenden Energie für die Menschen. Keine Manipulation könnte mehr greifen und durch einen unbeschränkt freien, auch kostenlosen Zugang zu dieser Energie aus dem Äther wären die Menschen selbstbestimmt. Der Überlebensdruck, der durch diesen künstlich aufrechterhaltenen Mangel vorhanden ist, verpufft augenblicklich, wenn mit dessen Erwerb davon keine, die menschliche Existenz bedrohende Verknüpfung mehr gegeben ist. Stellt euch vor, ihr könntet alle frei, kostenlos, unbegrenzt und euren Bedürfnissen gerecht Energie erhalten. Ein wesentlicher Industriezweig, der die Menschen in Angst und Abhängigkeit hält, würde überflüssig werden und das über Nacht. Die Energieversorgung auf der Erde ist eines der größten Verbrechen derer, die jetzt noch an der Macht klammern. Freie Energie erschafft freie Menschen. Euer Einkommen würde nicht dahin schmelzen, denn Heizung, Auto, kurz Strom für alles wäre frei. Das ist der erste große Schritt, den die Menschheit nun macht. Doch die alten Kräfte verhindern das noch und lassen euch glauben, dass sie um euer Wohl bemüht sind. Sie lassen euch glauben, dass es keine anderen Wege gibt, um das Energieproblem zu lösen, als die, die sie euch anbieten. Immer wieder, bis ihr resigniert und euch ergebt. Sie lügen und missbrauchen ihre Macht. Sie sind Zerstörer von Mutter Erde und nichts ist ihnen heilig, denn sie sind abgetrennt vom Licht, das sie sind. Daher gibt es in den Herzen dieser Menschen keinen Funken Verantwortung oder Mitgefühl. Liebe ist ihnen fremd, denn sie sind abgeschnitten vom Leben. Boten des Untergangs sind sie zu nennen, doch diese Boten werden fallen. Sie werden stürzen und zur Umkehr geleitet. Derzeit sieht es aber nicht danach aus. Große Gewitter ziehen auf, doch der Sturm wird jene wegfegen, die ihn gerufen haben, die diese Kräfte eingeladen haben, denn ihre Absichten werden sich gegen sie richten.
Fürchtet euch nicht, ihr Menschen aus dem Sein. Auch wenn bedrohliche Wolken aufziehen, ihr seid geschützt. Ihr seid beschützt. Die Wolken werden sich auflösen und die Sonne wird alles erleuchten. Der große Plan der dunklen Kräfte ist gescheitert. Noch wollen sie es nicht wahrhaben. Noch verbreiten sie Furcht und Schrecken. Doch ihre Zeit ist abgelaufen. Aktuell bäumen sie sich erneut auf. Und auf verschiedenen Ebenen werden die Menschen in Abhängigkeit gehalten. Wirtschaftlich, gesellschaftlich und durch die Religionen. Die Freiheit, die euch als das Grundrecht von Gott gegeben ist, da ihr freie, selbstbestimmte Götter seid, wird euch noch vorenthalten. Mit aller Kraft stemmen sie sich dagegen, damit sie euch weiter knechten und belügen, misshandeln und betrügen können. Ich leite alle Lichtkinder an, mir zu folgen, meinen Ruf zu hören und diese Botschaft aufzunehmen. Euch kann nichts geschehen, denn das Licht ist bereits durchgebrochen. Und die Zeit der Freude und des Segens beginnt sich zu entfalten. Immer mehr zeigen sich die Wesenszüge in euch, die Qualitäten, die ihr besitzt, und die neue Erde nimmt Gestalt an. Ich leite euch an, in Ruhe und im Frieden zu bleiben. Gleich, was da an momentanen Erschütterungen auf politischer, wirtschaftlicher und religiöser Ebene ans Licht kommt. Der Schrecken ihrer Absichten wird nun sichtbar, bis er sich gegen sie wendet. Noch gelingt es ihnen, Ängste zu schüren, doch dafür ist nur noch eine ganz kurze Zeit bemessen. Die Lösung der Energiefrage wird ein mächtiges Zeichen setzen, und das steht unmittelbar bevor. Kriege, Ungerechtigkeit und Zerstörung, die dieses Thema verursacht haben, werden aufhören, und die Menschen werden erstmals den Geschmack des globalen Friedens kosten. Was aber könnt ihr jetzt tun, um euren Beitrag zu leisten, damit sich die neue Realität baldigst ausbreitet auf Gaia? Bleibt in Frieden, bleibt in Liebe und ruft das Licht. Gebt den Dramen um euch kein Gewicht. Ernährt euch vom Licht Gottes und lebt ein Leben durch seine Liebe. Nährt eure Sehnsucht nach eurer Heimat im Himmel und ihr werdet den Himmel auf Erden errichten. Die Zeit der lautstarken Revolutionen ist vorbei. Heute geschehen die maßgebenden Veränderungen still. In der Tiefe eines jeden Herzens kann ein neues Leben erwachsen. Wendet euch eurem Herzen zu und eurer Seele hin. Befreit eure Ängste. Und so werden euch die Angstthemen, die Welt umspannen, zu euch gelangen, nichts anhaben können. Die herrschende Elite wird sich selbst ausschalten. Längst ist ihnen die Macht genommen und ihre Absichten zeigen letztmalig ihre angsteinflößende Wirkung. Zentriert euch und bleibt in Gott.
Vertraut eurer inneren Führung und vertraut darauf, dass euch nichts und niemand etwas anhaben können. Alle Verbrechen dieser Zeit ziehen spurlos an dir vorüber, so du in dem Wissen um dein Sein nicht wankst. So du deinen Aufträgen gemäß auf Erden wandelst. Erkenne, dass es die Angst ist, die flächendeckend ausgestreut wird, damit du deinen Fähigkeiten fernbleibst. Erkenne das und ziehe die Schlüsse. Lasse dich nicht länger ängstigen. Dein Wesen kennt keine Angst. Erwache und du bist frei. Deine innere Verwandlung verwandelt die Erde. Auch die Sorge um deine Existenz auf diesem Planeten ist ein Trugbild, das sich ablöst, sobald du Klarheit über dein Sein erhalten hast. Bedrohlich bauen sich neue, längst vertrieben geglaubte Geister vor euch auf. Doch ich sage euch, das Licht wird siegen. Mit dem heutigen Tag sei verkündet: Freiheit wird sich auf allen Ebenen durchsetzen und die Sklaverei der Menschen ist vorüber. Ich bin Jesus Christus, das Bewusstsein Sananda, und ich bin mit euch alle Zeit. Und so danke ich wieder dir, dem Lichtweltverlag, Jesus Sananda, denn wahrlich dreht sich alles um deine Energie. Und wahrlich ist das höchste Ziel, unsere Schwingung so hoch wie möglich im Licht und in der Liebe zu halten, immer und immer wieder, damit deine Energie bei dir bleibt und du sie für dich einsetzen kannst, zum höchsten Wohle aller, zu deinem höchsten Wohle, für das Licht, für den Frieden und für die Liebe, für dich und dann für alle. Danke, 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 danke. Deine Danielle.